Polarkreis 18. Das sind 5 junge Männer aus Dresden, die sehr, ich sag mal, sphärische Musik machen, sehr klangvoll. Sänger Felix und Christian, der Schlagzeuger, sind jetzt bei mir. Ihr habt mal ganz andere Musik gemacht anfänglich, oder Felix? Ja. Und zwar? Wir haben früher natürlich in den Anfängen gesteckt und von daher natürlich auch sehr viel rumexperimentiert und sehr viel, ja, so Garagenrock, Punkrock-Musik gemacht. Und haben uns dann innerhalb von sehr vielen Jahren, also uns gibt es jetzt schon seit 9 Jahren, dann immer weiterentwickelt und dann so langsam den Stil gefunden, sozusagen, den wir jetzt spielen. Ich habe gehört, ihr habt auch richtig Metal gemacht. Das gab's auch mal, ja. Also wir haben auch mal Metal gemacht, ja.
Ihr seid also so richtig Freunde von früher, habt jetzt mit eurem Debütalbum hohe Wellen geschlagen, viel Lob und Aufmerksamkeit bekommen. Wie fühlt sich das an? Gut. Nee, das ist eine klasse Sache. Das war ja auch so ein Ding, was jetzt keiner vorhersehen konnte, wie sich das jetzt entwickelt, wie die Leute das finden und so weiter. Aber von daher muss man sagen, ja, gut, gut. Aber von nix kommt ja nix und ich glaube, ihr seid auch eine Band, die viel Arbeit investiert. Wie viel Zeit, Einsatz steckt da in diesem Projekt? Viel, auf jeden Fall sehr viel. Also wir haben, uns gibt es ja jetzt wie gesagt schon seit 9 Jahren und wir haben eigentlich relativ früh schon den Beschluss für uns gefasst, dass wir sehr viel Leidenschaft irgendwie in die Musik reingeben und sehr viel dafür aufopfern. Das haben wir halt all die Jahre gemacht und wir haben die Platte ungefähr 3-4 Jahre lang entwickelt, ganz langsam, haben immer mal uns Auszeiten wieder genommen, ein bisschen gespielt und so. Uns keinen Druck gemacht und dann halt jetzt am Ende durch auch die Labelentscheidung natürlich so eine Deadline bekommen, dass wir jetzt fertig werden müssen und haben schon sehr lange daran gearbeitet auf jeden Fall.
We'll be right back.
Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund, so heißt eine Folge der beliebten Hörspielserie. Und die wurde im Tourbus wohl fleißig gehört, denn eine fünfköpfige Kölner Kombo hat sich so genannt. Sängerin Claire und die beiden Gitarristen Björn und Niklas sind bei mir. Ihr habt vor kurzem oder letztes Jahr vielmehr euren Plattenvertrag bei einer großen Plattenfirma unterschrieben. Im Mai kommt euer Debütalbum raus. Wie fühlt sich das für euch an, Claire? Das ist natürlich alles sehr aufregend und in letzter Zeit kommen vor allen Dingen viele Dinge dazu. Also es hat angefangen damit, dass wir ein Album gemacht haben letztes Jahr im Herbst. In Frankreich waren wir dafür, was sehr aufregend war, und waren dann zu mischen in Amerika, in der Nähe von New York. Das war natürlich auch total aufregend. Und genau, dann wurde es erstmal ein bisschen still und jetzt sind wir extrem viel auf Tour, spielen viele Konzerte, wie eben heute das Intro Intim, und haben auch noch einen sehr großen Sommer vor uns, weil viele Festivals spielen werden und ja. Cool, ja, da bellt schon ein Hund im Hintergrund. Mhm. Stimmt es denn, dass sich die Plattenfirmen um euch gerissen haben? Ja, so vor etwa einem Jahr, Anfang 2005, ging das los und brach wie eine Lawine über uns herein, nachdem wir ein Jahr rumgewurstelt hatten, ohne dass es groß jemanden interessiert hat. Kam das mehr oder weniger über Nacht, dass auf einmal alle mit uns sprechen wollten und Herren mit Stift und Papier uns mit ihren Papieren gewinkt haben und gerne was mit uns machen wollten. Das war sehr schmeichelhaft und aufregend.
War die als Support von Razorlight unterwegs? Konntet ihr von denen noch was lernen? Also outfit-technisch auf jeden Fall sehr viel. Also Johnny Borrell hatte mal ein sehr interessantes Outfit auf der Bühne an. Und was ich mir gerne abgucken würde, ist, er hatte mal diese ganzen Monitorboxen, also an den Seiten die Boxen, so bestiegen und war dann teilweise mal unter der Hallendecke. Und sowas möchte ich auch demnächst gerne mal machen, aber also die Location haben wir es nie angeboten, wir hatten nie so große Boxen. Daher, ich warte noch auf eine Box, die groß genug ist, um drauf zu steigen. So 10, 15 Meter hoch muss die schon sein. Also wir sehen dich dann demnächst durch die Gegend kraxeln. Ja, also demnächst Ferngläser mitbringen auf die Konzerte. Ja. So good.